So muss ein Kamerarucksack sein. Von außen gut gepolstert und aus strapazierfähigem Material. Gut, das bieten andere auch. Seitlich ein Stativhalter, hier mit dem Reisestativ bestückt. Die meisten Nähte sind doppelt genäht und verstärkt. Die Träger sind mit einer Brustschnalle ausgestattet. Seitlich mit einem verdeckt gelegenen Reißverschluss geschützt, die gefütterte Laptoptasche. Gegenüber der Stativhalterung auf der anderen Seite ist eine Tasche, die sich erweitern lässt, um dort zum Beispiel eine Flasche mitzunehmen. Die angesprochene Seite für das Stativ hat oben eine Schlaufe und unten eine Halterung für eines der Stativbeine. Diese kann man, sollte man kein Stativ dabei haben, einklappen und hat ein Fach für Kleinkram. Aber das Wichtigste ist das Innenleben. Dieser Rucksack ist nicht für den schnellen Schuss gedacht. Er hat keinen seitlichen Eingriff, um die Kamera zu entnehmen. Nur ein großes Hauptfach, welches im Deckel eine dehnbare Netztasche hat. Ansonsten findet man locker Platz für alles Nötige. Hier noch ein Gorilla-Pod, Zubehörtasche, SD-Karten- und Kabeltasche und die folgende Tasche ist mit dem gesamten Inhalt sogar beim Rucksack dabei. Alles, was man so zum Reinigen brauchen kann. Echt cooles Geschenk. Ansonsten hat der Rucksack noch ein paar Einstecktaschen für zum Beispiel die Farbtafel oder ein paar Stifte und einen Block. Kommen wir also zum Kamerakompartment, verschlossen mit einem Klettverschluss. Ich habe hier noch die separate Regenhülle des Rucksacks mit drin. Die umspannt im Bedarfsfall den sonst schon leicht wassertauglichen Rucksack gegen einen richtig heftigen Regen. Für meine Systemkamera die perfekte Größe. Es passt aber auch eine Spiegelreflex mit Objektiven rein. Dann aber wohl kein Blitz mehr. Man kann ja sehen, was ich alles reinbekomme. Der gesamte Einsatz lässt sich natürlich aus dem Rucksack rausnehmen. Echt spitze.